Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Wo war ich nochmal? Okay, ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Aber der müsste eigentlich genauso laut sein wie beim letzten Mal. Von daher, passt. Ach richtig, wir waren... Ah, ich verstehe, genau. Wir waren von hier hinten gekommen. Wasserfall runter. Und gehen jetzt hier weiter. Oh mein Gott. Ich brauche meinen Timer. Kannst du mir mein Handy geben? Ich brauche meinen Timer. Ja, das weiß ich nicht, wie lange mein Video schon geht. Das ist wichtig. Denn ich möchte ja nicht überziehen. So. Jetzt, Ach, Blödsinn, was mache ich denn da? Ich will doch sehen, welche Zeit das ist. So, ja, dankeschön. Upsi. So. Und jetzt geht's hier weiter. Mit einem kleinen Dorf. Das sieht süß aus. Aber die Musik ist irgendwie sowas von unheimlich gerade. Wahnsinn. Wie in so einem Geisterdorf. Oh, sogar kleine Brücken haben sie hier. Es ist, als hätte man so ein bisschen so ein Architekturmodell von einer, von einem kleinen Dorf erstellt. Aber hier sieht man Himmel auf einmal. Sehr genial. Tada! Okay, das scheint auch der einzige Weg zu sein, wo es hier weitergeht. Gibt es hier noch ein paar Wasserpfeile zu holen? Irgendwo? Nein? Oh, dieses Flackern ist ganz böse gerade. Was denn? Keine Wasserpfeile? Sowas aber auch. Ja. Sieht aus, als würden wir uns hier wieder in irgendeine Kanalisation schleichen oder sowas. So. Das sieht so böse aus mit meinen drei kleinen Leben da unten, ey. Ich habe keine Tränke mehr. Keine Healing Potions. Upsi. Oh, ah. Nicht schon wieder. Komm schon. Hui. Okay. Jetzt, Freunde, seht ihr den Part dieses Hauses, der für mich am... wirklich am genialsten war, finde ich. Mal abgesehen von solchen Sachen wie Lampen, die am Boden sind und Tische, die an der Decke stehen, finde ich das hier wirklich mal richtig genial. Hier fühlt man sich ziemlich klein. Da unten laufen kleine Wachsoldaten rum. Das finde ich wirklich cool gemacht, muss ich sagen. Jetzt muss ich aber kurz wieder irgendwas finden, was ich mir als Mauspad hier drunter schieben kann, damit das nicht ganz so laut ist die ganze Zeit. Merke nämlich schon wieder. Oh, das geht. Das geht. Sehr schön. Ich merke nämlich schon wieder, wie es sehr laut ist. Und einmal speichern. Ja. Ich bin ja natürlich nicht die Einzige, die hier regelmäßig und fleißig Let's Plays von Dark Project und Thief macht. Wenn ich euch eine Let's Playerin empfehlen darf, die das Ganze wirklich sehr, sehr detailliert durchgeht und die wirklich jede einzelne Ecke dieses Let's Plays komplett... Sieht er mich hier um? Nee, ne? Bestimmt nicht. Die wirklich jede einzelne Ecke dieses Let's Plays komplett durchspielt, konsequent. Ich packe euch den Link, glaube ich, auch mal unten in die Beschreibung. Kind des Karas nennt sie sich. Ist momentan auch noch im ersten Teil. Mittlerweile, glaube ich, bei der drittletzten Mission oder vorletzten? Drittletzten müsste das sein. Und hat mittlerweile 142 Parts dieses Let's Plays hochgeladen. Und ja. Sie nannte das niedlicherweise ihre Little Big World. Und jetzt
Weiß ich nicht, gab es da oben irgendwas zu holen? Nee, glaube ich nicht. Einmal kurz Anlauf nehmen. Und zack! Ah! Hui, geschafft. So. Jetzt muss ich gucken, ob ich irgendwie darüber komme. Ah, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich probiere es einfach mal. Mehr wie versuchen kann man es nicht. Und go! Jawohl, es hat gereicht. Das heißt doch, dass ich dann auch irgendwie, da unten sind Wasserfall da drin, dass ich dann auch irgendwie da hochkomme. Rope Arrow. Reicht das? Ja, locker. So, jetzt bitte, bitte, bitte greift das Seil. Sorry, wenn ich jetzt alle 2 Meter hier schnell speichere, aber ich habe immer ein wenig Angst davor, dass Garrett nicht das tut, was ich möchte, dass er tut. Hui. Okay, geschafft. Ich denke, den Fall nehme ich wieder mit, danke. Da hinten ist nichts zu holen, aber hier ist noch ein Pfeil, an dem wir hochklettern können. Das ist ja sehr schön. Da hat uns jemand schon mal einen Pfeil zurechtgelegt, so wie es aussieht. Oh nein, nein, nein! La 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 la. Alles gut, kein Problem. Das ist geplant gewesen. Das war alles geplant. Nur damit ich euch nochmal genau zeigen kann, wie ihr hier hochkommt. So, und nicht vergessen, den Pfeil mitzunehmen. Hier. So, da, ja. Ja, normalerweise kommt man da einfacher hoch. Ich werde jetzt hier einfach noch einmal schnell speichern, weil ich es ja noch nicht so oft getan habe in diesem Part. Ich würde jetzt einfach ganz gerne, dass du dich da festhältst, verdammte Scheiße. Warum macht er das denn nicht? Ist das so schwer? Oder muss ich auf die andere, vielleicht muss ich auf die andere Seite springen. Klappt das, wenn ich darüber springe? Nein, das klappt doch niemals. Oder doch? Versuch ist es wert. Oh mein Gott! Es hat geklappt. Halleluja. Okay, schauen wir uns mal hier auf dem Regal um. Was haben wir hier? Ein Bett. Nein, das ist natürlich kein Bett. Sondern eine gigantische Streichholzschachtel mit Feuerfallen. Zack und zurück. 8 Feuerpfeile haben wir jetzt. Und wer hätte es gedacht, noch einmal schnell speichern. Für den Fall, dass wir es nicht schaffen, darüber zu kommen. Da. Ach, das wäre locker. Seilpfeile im Nadelkissen. Im gigantischen Nadelkissen. Okay, dann war es das aber wahrscheinlich für diese Regale auch schon. Gibt es hier vielleicht das hier noch ein Seilpfeil dran oder sowas? Vorsichtig, nicht darunter fallen. Okay. Muss ich nur gucken, dass ich diesen Bottich da unten auch wieder treffe. Schnell speichern. Alle 2 Meter und zack. Oh, 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 oh. Uff, zum Glück ist das Ding hier tief genug. Na, was heißt tief genug? Vielleicht ist das hier so ein. Das ist bestimmt so ein Bottich für Fußbäder oder sowas, keine Ahnung. Also zum Wäschewaschen. Man munkelt, man munkelt. So. Damit hätten wir das schon mal abgeschlossen. Hier gibt es irgendwie keine dunklen Ecken, so wie es aussieht. Da hängt noch was. Hi, was bist du denn? Du bist noch ein Seilpfeil. Jetzt haben wir 7 Seilpfeile schon zusammen hier. Oh, der Holzboden ist aber sehr laut. Oh, doch, hier ist eine dunkle Ecke. Das heißt, wir können hier einmal nochmal speichern. Und ich meine, da unten würde die ganze Zeit so ein kleiner Wachsoldat Patrouille laufen. Muss ich nochmal kurz gucken, wann der hierher kommt und wo genau der herläuft. Wo ist er denn? Okay, schnell, huschen wir mal schnell hier rüber. So, wo ist er? Er ist weg. Hä? Hier war doch vorhin so ein kleiner Wachsoldat.
Wo ist denn der? Bin ich jetzt blöd? Ich bin doch nicht blind. Ich hab den doch hier sehen. Mein Gott, ist man langsam hier in dieser riesigen Welt. Sieht er mich, wenn ich hier so stehe? Ich weiß ja nicht mehr, wo er ist. Okay, dann gucke ich einfach mal, dass ich hier schon mal ein Seilfeil dran packe. Damit wir gleich da auch hochkommen. Ah, da kommt er. Da kommt er. Dann werde ich mich mal hier hinten verkrümeln. In der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Wobei da an der Ecke war der Seilpfeil vielleicht nicht ganz so sinnig. Weil oben auf dem Tisch, wie wir gerade gesehen haben, ja noch eine Wache rumsteht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, in welche Richtung der guckt. Kann man schon mal den Knüppel zur Hand nehmen hier. Jawohl. Und. Oh, der kommt aber ganz schön weit hier vor. Okay, jetzt. Hi und gute Nacht. Jetzt ist die Frage, bist du der Einzige, der hier rumspringt? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich irgendwie niederknüppel, kann das sein? Naja, ist egal. Selbst wenn es nicht der Einzige wäre, im Moment interessiert mich das herzlich wenig, denn ich möchte gerne erstmal hier hoch. Dankeschön. Ich hätte vorher schnell speichern sollen, richtig? Richtig. Gar nichts. Ich glaube, der war drauf und dran uns noch irgendwann knallschnau. Ich finde die Stimme von diesen Wachen ja immer ultra genial. So. Dich können wir hier liegen lassen. Die fand ich auch sehr cool. Käse mit Moospfeilen. Als Schimmelkäse. Glaube ich zumindest, dass es das sein sollte. So. Das ist wahrscheinlich ein Sofa. Und hier haben wir die altbekannte Sofaritze, in der sich jede Menge Zeug versteckt, das man Ewigkeiten sucht und nie mehr wiederfindet. Das könnte, glaube ich, so ein Taco sein, oder? Irgendwie so eine Art Chip. Wow. Das sind ziemlich große Münzen, du. Und ein Kochlöffel? Weiß ich nicht. Wäre das ein moderneres Spiel, würde ich jetzt sagen, die Fernbedienung ist hier in die Sofaritze gerutscht, aber da es das nicht ist... Ey! Drauf auf den Würfel! Danke! Weil, nur so kommen wir hier wieder raus. Jetzt habe ich zumindest schon mal drei Moospfeile, das ist ja voll genial. Damit komme ich sicherlich sehr weit. Okay, das Schwierigste an dieser Sache wird jetzt sein, über diesen Seilpfeil auch wieder runterzukommen. Ich hätte wirklich vorher speichern sollen. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir halt das Ganze nochmal durchgehen. Kein Problem. Passt doch. Ja. Das ist jetzt ziemlich blöd. Weil wir jetzt nochmal auf diesen blöden Wachmann warten müssen. Aber was soll's. Theoretisch müssen wir ja gar nicht auf den warten, weil wir können das ja auch so managen, dass wir da jetzt einfach hochsteigen. Und das ist wirklich das Schwierige hier dran, finde ich, dass man dann wirklich auch irgendwie wieder hier runterkommt, ohne dass man sich gleich den Hals bricht. Ach, Mensch. Mensch. Das Schöne ist, dass der Kerl sich nicht mit Läuterem schert, was er gerade gesehen oder gehört hat. Ist einfach nur... Nothing's here now. Ist einfach... Ja. Das kann man ganz bequem
kann man den hier niederknüppeln. Ja, probieren wir das Ganze halt nochmal. Zack. So. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich habe noch einen meiner drei verbliebenen Gesundheitspunkte verloren. Scheiße, Mann. Ich lebe echt gefährlich hier, kann das sein? Das ist Wahnsinn. Ich bin sehr waghalsig dieses Mal. Diesen blöden Level. Ich vermute auch. Hey, jetzt bleib doch mal da drauf stehen. Ich vermute auch, dass ich noch 20 Anläufe brauchen werde, um von diesem dämlichen Tisch wieder runterzukommen. Jetzt sollte ich das sowieso nicht tun. Aber jetzt kann ich hier immerhin schon mal speichern, weil ich habe das komische Goldzeugs eingesammelt und mein Mikro ist wieder umgekippt. So. Und jetzt können wir das Ganze eventuell nochmal versuchen. Was? Ach, er hat mich gesehen. Blöd. Geh weiter. Okay. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hör mal! Ist es denn möglich? Ist es irgendwie möglich, hier runterzukommen? Irgendwie? Muss ja eigentlich. Ich könnte ja versuchen, den von hier oben einfach abzuschießen oder so. Will ich doch auch gar nicht. Ich will, dass du da weggehst, dass ich hier runter kann. Was für ein Ding? Red mal Deutsch, ich kann nicht so gut Englisch. Oh! Upsi. Cool. Wenn man richtig trifft, braucht man nur drei Pfeile und dann sind die tot. Okay. Vorsichtig. Vorsichtig. Nein, 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 nein! Man kann den nicht mehr steuern, wenn er einmal gesprungen ist. Kann man denn da irgendwo Seilpfeiler dran befestigen? Das wäre formidable. Ansonsten wüsste ich echt nicht, wie ich hier runterkommen soll. Oh, kann man, tatsächlich. Sehr schön. Dann versuchen wir es doch mal so. Ha! Geschafft. Bitte nicht wehtun, bitte nicht. Dankeschön. Huh. Okay, ja, das war dann jetzt eine etwas extravagantere Lösung, aber immerhin war es eine Lösung. Und in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht noch mehr Wachen rumspringen, werde ich mich jetzt einfach mal weiter umsehen. Erst einmal speichern, um die Tatsache festzuhalten, dass ich es tatsächlich geschafft habe, da runterzukommen. Ohne mir meine verbliebenen zwei Gesundheitspünktchen da irgendwie kaputt zu machen. Oh, da ist ja doch noch einer. Ah. Scheiße. Warum sagt mir denn keiner, dass hier noch ein Wachmann rumspringt? Okay, aber der dürfte mich hier echt nicht sehen. Ich glaube... Ich will einmal ganz kurz testen, ob die Dinger hier auch aus Holz sind. Perfekt. Das heißt, da kann ich auch Seilpfeile anbringen. Das heißt, ich komme hier auch relativ sicher wieder runter. Wenn ich jetzt da hochklettern sollte. Sehr schön. Jump! 1, 2, 1, 2, 1, 2 und... Ach, geschafft. So, den kannst du mir wiedergeben. Dankeschön. Kann ich hier oben noch einen anbringen? Kann ich nicht. Muss ich das so machen? Jetzt habe ich zwar ein Seilpfeil verschwendet, aber scheiß drauf. Passt. Hoppala.
Passt das? Reicht das? Ach, hat gereicht. Okay, sehr schön. Okay. Ja, wir befinden uns hier auf einem Schreibtisch. Warum auch immer Konstantin einen so riesigen Schreibtisch braucht, weil er wahrscheinlich nicht viel größer ist als wir auch. Das ist auch wahrscheinlich ein Tintenfass sein und hier haben wir dann etwas zum Lesen, das ich gleich eventuell aber erstmal aufmachen werde. Jetzt will ich jetzt mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu holen gibt. Seht ihr diesen lustigen Bildfehler da hinten in dem Bild? Ich weiß nicht, ob ihr den auch seht, aber ich sehe ihn auf jeden Fall. So, okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. Men often say, heavy is the head that wears the crown. For once they speak the truth. I've told the poor lads over and over, come not into my private retreat. Do they listen? Do they hear? If they fall victim to my sanctum, so be it. Ja, wer es jetzt übersetzen kann, es klingt auf jeden Fall sehr makaber und sehr gefährlich vor allem. Ja, das war jetzt aber irgendwie auch das Einzige, was wir hier holen konnten. Zwei Wasserpfeile und im Spielmodus Experte gibt es hier noch ein ja quasi ein extra Ziel, das man hier erreichen muss. Und zwar muss man belastendes Material gegen Konstantin finden. Dieses Schriftstück wäre eines dieser belastenden Materialien gewesen. Das heißt Materialien, ne? Also wäre dieses belastende Material halt gewesen. Komme ich jetzt noch an den Pfeil ran? Komm schon. Ich hoffe, das tut nicht weh. Doch, es tut weh. Hey, aber einen Gesundheitspunkt haben wir noch. Hey, hey. Ich glaube, hätte ich mir den aufsparen sollen? Ich glaube, den hätte ich mir aufsparen sollen, ja. Nein, ich habe... Oh mein Gott. Ich wollte auf Laden gehen. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Steht der jetzt da rum? Der steht... Ich glaube, der läuft. Ich glaube, er läuft. Dann laufen wir hier längs. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Das sieht aus, als würden wir ins Badezimmer laufen oder so. Geht's hier weiter? Mein Gott, hier können wir eine Weltreise machen, bis man hier endlich mal alle Räume durch hat. Oh, ach nee, ist kein Badezimmer. Sieht mehr aus wie Schlafzimmer. Ja, den armen Kerl hat's erwischt, der ist in der Mausefalle gelandet. Das ist für seine Wachmänner hier auch nicht so furchtbar gut. Die Mausefallen hier aufzustellen. Das ist für die nicht ganz so gesund, würde ich mal behaupten. Okay, jetzt muss ich gucken, ob ich da irgendwie reinkomme, ohne dass mich der Wachmann hier gleich erwischt. Ich gucke mal, ob ich hier so, da, so, einen Seilpfeil ranpappen kann. Oh, das war nicht ganz so schlau. Seilpfeil bitte, danke. Ach, dieser eine kleine Gesundheitspunkt da unten, der macht mich ja doch so ein bisschen nervös, muss ich sagen. Noch jede Menge Seilpfeile. Weil wir davon ja so wenig... davon ja so wenig haben. Und Noisemaker Arrows. Okay. Ach Quatsch. Weg damit. Nein, weg damit. Mach ich das halt wieder so. Seilpfeil würde ich gerne haben. Ja komm, leg an. Und Schuss. Bams. Ups. Autsch. Okay. Für die Seilpfeile und die komischen Noisemaker-Dinger, da werde ich mich jetzt nicht nochmal in den Tod stürzen. Dieser eine kleine Gesundheitspunkt ist auch so ein bisschen ja, schwierig. Hier oben, bin mir gar nicht sicher, ob ich hier oben noch irgendwas von Wert finde. Ich speichere einfach mal schnell und gucke dann nach.
Wenn ich nichts finden sollte, kann ich ja wieder laden. So, das ist jetzt einfach meine Spielweise. Oh, hier sind Spinnen. Verdammt, warum sind hier Spinnen? Kann ich die so treffen? Oh, natürlich nicht. Stirb, Spinne! Warum zum Henker treffe ich die nicht? Bin ich denn jetzt blöd? Stirb. Boah, sowas darf man echt nicht zeigen, ey. Aua! Bin ich denn jetzt... Das ist doch nicht wahr! Ich treffe dieses dämliche Mistvieh nicht. Das ist doch Wahnsinn. Meine Bogenschussfähigkeiten waren noch nie besonders ausgeprägt, muss ich dazu sagen. So, zu meiner Verteidigung. Da hinten ist aber tatsächlich noch was zum Holen, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, wenigstens die habe ich erwischt. Mensch. Och nee. Das für ein Moospfeil. Herrlich. Keine Münze unterm Kopfkissen oder sowas. Ja, für zwei, drei Moospfeile, finde ich, lohnt sich das jetzt echt nicht, hier hochzukommen. Nee, das war's wirklich. Okay, dann lassen wir das. Ich habe nämlich auch keine Ahnung, ob ich es überlebe, jetzt wieder hier runterzusteigen. Und ich überziehe schon wieder. Das heißt, danke fürs Zuschauen. Ich sehe immer wieder diesen einen kleinen Lebenspunkt vor meinen Augen und ich finde es Wahnsinn. ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich finde noch ein oder zwei Heiltränke, sonst wird das echt schwierig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auf jeden Fall nach unten in die Videobeschreibung, weil wichtige Links und so. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, die, die Playlist von den Cutscenes hochgeladen. Da könnt ihr euch auch gerne mal, könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Da seht ihr auf jeden Fall die ganzen Cutscenes auch mal auf Deutsch. Und hört mal Garretts deutsche Stimme, anstatt immer nur seine englische, wie bei mir in den Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!